Hamburg ist die perfekte Stadt, wenn man Gegensätze liebt. Und genau deswegen wollte ich eine erstklassige Bar im Rotlichtviertel eröffnen. Jeden Abend, wenn ich mich umschaue, sehe ich in meiner Bar Krawatten und Tätowierungen. Manager und Philosophen, Engel und Teufel. Darüber hinaus hält Hamburg Begegnungen bereit, die das Leben bereichern, wie es mir neulich einen Abend vor Weihnachten passiert ist. Als ich die Rollläden meiner Bar hochzog, sah ich zwei Musiker an einer Straßenecke. Sie spielten ein Stück aus der Karibik oder vielleicht Südamerika, das eine süße Melancholie in mir auslöste. Es erinnerte mich an übrig gebliebenes Holz eines Lagerfeuers am Morgen nach einer wilden Party am Strand. Genau dieses Gefühl wollte ich meinen Gästen auch geben. Also nahm ich einen Shaker und versuchte, diese bittersüße Harmonie mit gegensätzlichen Zutaten zu kreieren. Es dauerte eine Weile, aber schließlich gelang es mir. Ich habe Campari Bitter mit einem Kirsche- und Tonka-infusionierten Tequila, Zitrone, Zucker und Orangenschaum miteinander vereint. Und wenn ich die beiden Musiker wiedersehen sollte, werde ich ihnen definitiv meinen Chipari anbieten.